Hallo Welt, da sind wir wieder und wir basteln etwas an unserer Leuchtturmsiedlung Kingsport. Da basteln wir jetzt ein wenig rum. Wir wollen zusehen, unser Ziel ist es, dass die Siedlung mit ausreichend Energie versorgt ist, damit der Schutz etwas erhöht ist. Ja, wir müssten hier etwas hinstellen können. Dann diesen Energiepylon verbinden können mit dem... Was ist das eigentlich? Ein Schrotflintengeschützturm, glaube ich. Schwerer Lasergeschützturm, aha. Den wiederum verbinden wir mit diesem Pylon. Das geht nicht, weil er auch wieder so weit um die Ecke dort steht. Abbrechen mit Tabulator und etwas zurück. Na, wo passt er denn hin? Der sollte doch hier... Ja gut, jetzt haben wir hier überall was angepflanzt. Wahrscheinlich klappt es deswegen nicht so gut. Ja, wir machen das erstmal anders. Wir stellen den hier hin, wo Platz ist. Verbinden das Kabel. Und jetzt können wir sehen, wo wir ihn aufbauen können, sinnvollerweise. Irgendwo hier wäre es ja schon ganz schön. Das würde mir hier sehr gut gefallen, aber... Es klappt ja doch hier rein. Das geht. Ja, jetzt den noch mit dem hier verbinden. Und ich denke, wenn wir jetzt hier eine Verbindung herstellen... Das wäre jetzt, denke ich, sogar egal, ob mit dem oder dem. Das müsste dann alles funktionieren. Jawohl, mit einem Schlag haben wir alles ans Laufen bekommen. Wir haben einen Schutz von 165. Das ist natürlich total viel. Oh, hier haben wir sogar noch mehr. Ja, wenn das so ist, dann schauen wir mal, was wir da noch machen können. Ja, ich schätze, von dieser Lampe können wir gut noch was... Ups, Entschuldigung. Hier rüberziehen. Vielleicht einen Energiepylon hier mitten rein. Oder einen kleinen hier aufs Dach. Das könnte auch klappen. Versuchen wir das erstmal so. Wunderbar. Und Scheinwerfer, Energiepylon. Und Energiepylon. Schwerer Lasergeschützturm. Und wir sehen, jetzt haben wir zu wenig Energie. Es müsste noch etwas Energie mehr dort sein. Wir bauen also unten noch ein, zwei Generatoren auf. Wobei die günstigsten Generatoren wahrscheinlich immer noch die mittelgroßen sind. Das sollte reichen. Alles miteinander verbunden. Ups, eine Wand. Okay. Ja, ich denke, das reicht jetzt an Energie. Man könnte das noch alles etwas schöner aufbauen. Aber erstmal funktioniert alles. Und das ist es ja, worauf es ankommt. Ja, wunderbar. Hier oben auch. Ich hoffe, was ist das? Ein schwerer Lasergeschützturm nochmal? Ja, und das hier ein Schrotflintengeschützturm. Ja, es wäre wahrscheinlich nicht so gut, hier jetzt einen Raketengeschützturm hinzustellen. Denn wenn der feuert und hier auf den Marktplatz schießt, trifft er natürlich auch unsere Siedler, unsere Händler hier. Und das wäre natürlich nicht so schön. Ja, wir können mal schauen, was hier noch fehlt. Wir könnten vielleicht noch ein Teil Wasser, einen industriellen Wasseraufbereiter mehr hier aufbauen. Aber die Siedlung sollte mehr als zufrieden sein hier. Das heißt, demnächst müssten eigentlich auch mehr Leute hierher ziehen. Ja, Wasser 46. Aber was hat uns das denn gebracht? Oh, die Plünderstation. Ich glaube, die Plünderstation, genau. Die ist nämlich auch noch nicht zugeordnet. Da ist noch niemand. Wir müssen warten, bis noch irgendjemand hier hinzukommt.
Wir haben nur eine Farmerin. Das ist ein bisschen wenig. Und wir haben die Werkstatt hier im Leuchtturm stehen. Da können wir jetzt mal sehen, wie viel Wasser hier wohl drin sein mag. Verlängert, Gammakanone, okay. Aufbereitetes Wasser, ja 15. Okay, da wir gerade was verkauft haben, können wir mal so 10 Stück mitnehmen. Und die anderen Sachen lassen wir mal hier vorerst. Ja, eine Kochstation haben wir hier, sehr schön. Die Siedlung ist beinahe fertig. Also alles ist vorhanden, was die Leute hier sich nur wünschen. Genügend Schutz. Moment, da ist eine Splittermine. Haben wir die da hingelegt? Nein, haben wir nicht. Ich hoffe, dass hier nicht noch mehr sind. Ja gut, hier werden unsere Wachen wahrscheinlich auch gar nicht herlaufen. Es sei denn, die Siedlung wird angegriffen. Dann kann es schon mal sein, dass die auch außen herlaufen hier irgendwo. Das Wetter ist nicht das Schönste jetzt hier. Doch ich denke mal, wir sind soweit fertig. Betten sind da, alles ist da. Natürlich könnten wir, wenn wir wollten, noch... Scheint wirklich was zu werden. Ein paar... Ich muss jemanden darauf ansetzen. Ich muss jemanden darauf ansetzen. Ja gut, alles können wir noch nicht ernten. Ja, wir können das Klingenkorn noch mitnehmen. Das war ja am Anfang so rar, bis wir mal endlich Klingenkorn gefunden haben. Das hat wirklich sehr lange gedauert. Ja, ich bin ja neugierig, was kann man aus Klingenkorn überhaupt machen. Wir schauen vielleicht mal ganz kurz da rein. Jetzt frage ich mich gerade, wo ich das Brahmin sehe. Haben wir denn überhaupt schon einen Brahmin-Trog? Ich erinnere mich nicht daran, hier einen hingestellt zu haben. Und vielleicht können wir das jetzt auch mal machen. Ich denke, die Brahmine, die machen ja schon, geben schon Geräusche von sich. Bevor wir jetzt nach dem Klingenkorn gucken und was man daraus machen kann, stellen wir hier vorne doch noch einen Brahmin-Trog hin. Da kann sich das Brahmin dann austoben. Die laufen ja automatisch dann dahin. Da kommt es schon. Und dann schauen wir mal, was wir aus dem Klingenkorn überhaupt machen können. Einmal ganz kurz. Eine Kochsendung ist auf jeden Fall noch geplant demnächst, denn wir haben ja noch gar nicht nachgesehen, was man überhaupt alles zubereiten kann. Getränke, Braten, Suppe, verwertbares Gemüsestärke. Na gut, gucken wir mal bei Braten. Mal sehen, das müsste ja hell sein. Irgendwas mit Klingenkorn. Jetzt frage ich mich aber auch gerade, wie kommt denn hier Klingenkorn? Majolork, Kuchen. Atme für 30 Minuten unter Wasser. Das hört sich ziemlich lang an. Das hört sich gut an. Okay, Öl gehört damit rein. Oh Mann, wie wird das schmecken? Ja, Klingenkorn. Majolork Eier 4. Ich frage mich, tragen wir die wirklich noch mit uns rum? Gehen wir mal raus und schauen, ob wir tatsächlich jetzt Majolork-Eier mit uns rumtragen. Die wiegen nämlich auch einiges, oder sind die in der Werkstatt vielleicht? Hilfsmittel. Nein, also wie es aussieht, tragen wir keine Majolork-Eier mit uns rum. Dann frage ich mich, wo die herkommen. Angeblich hätten wir 4 Majolork-Eier dabei. Hier drin ist auch nicht. Ja, das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Majolork-Eier, 4 Stück haben wir angeblich. Nur, wie kommt das? Und aufbereitetes Wasser haben wir 526. Das wird also von allen Siedlungen hier zusammengetragen. Von daher denke ich, Blutpaket. Von daher denke ich, dass auch die anderen Majolork-Eier und Karotten hier zum Beispiel, dass das alles aus allen Siedlungen zusammengetragen wird.
Wir können ja noch mal gucken, ob vielleicht hier in der Kochstation, wenn wir hier den Transfer uns angucken, ob hier vielleicht noch irgendwas anderes zu sehen ist. Nein, keine Meyerlock-Eier zumindest. Ja, wenn dem nämlich so ist, dann können wir ja unser Sortiersystem etwas abbauen und demnächst die ganzen Zutaten hier in die Kochstation stecken, beziehungsweise in die Werkstatt, ist ja einfacher. Ja, genau wie die Zutaten für die Waffenwerkbänke und die Rüstungswerkbänke. Dann bleibt nicht mehr sehr viel übrig. Außer den Waffen können wir dann nicht mehr sehr viel sortieren. Ja, aber so wird es höchstwahrscheinlich funktionieren. Was haben wir denn hier noch drin? Raketenwerfer. Doppelläufige Schrotflinte, Injektorgewehr, das müssen wir unbedingt auch mal ausprobieren. Ich glaube, dafür müssen wir Munition an der Laborstation herstellen. Injektions... irgendwas. Okay, Kleidung haben wir auch einiges hier drin. Moment, ich habe jetzt Kochmütze gelesen. Das war nicht ganz richtig. Die Küstenwachenmütze können wir doch hier lassen. Ja gut. Wir könnten höchstens ein paar Sachen hier verkaufen. Ja, ich denke ansonsten... Ja, wir könnten hier tatsächlich so ein paar leuchtende Pilze und sowas noch reinlegen. Aber vielleicht legen wir das doch lieber alles in die Werkstatt in Sanctuary. Dann haben wir alles an einem Ort. Auch wenn es verteilt wird, man hat ja keinen Zugriff auf die Sachen, wenn man doch mal einzeln irgendetwas rausnehmen möchte. Ja, ich denke, so werden wir das in Zukunft machen müssen. Aber wie gesagt, eine Kochfolge oder mehrere Kochfolgen werden wir sicherlich auch noch machen. Wir brauchen ja ziemlich viele Zutaten, denke ich. Zutaten und vor allem hergestellte Lebensmittel für die Hauptmission, denke ich. Ja, dann schauen wir uns in der Gegend mal um. Vielleicht finden wir hier ja einen Notruf, auf den wir dann eingehen können. Ja, es ist überall was zu entdecken. An dieser Konservenfabrik dort waren wir auch noch nicht. Nur so in der Nähe. Karottenblume. Und wir schauen mal, was es oben auf dieser... Ich glaube, das ist die Konservenfabrik hier. Lukowski oder so ähnlich. Oder Pulowski. Ja gut, hier kommt man nur rein. In die Station wahrscheinlich. Oder ist das ein kleines... Nein, das ist ein kleines Gebäude hier oben. Ich sehe dort einen Benzinkanister. Kein Highland Terminal. Ein paar Nuka-Flaschen. Ein Tresor. Na gut. Die Neugierde ist geweckt. Wir werden uns da also reinbegeben. Bei schönstem Wetter brechen wir dort die Tür auf. Wenigstens haben wir hier keine Gegner. Es ist friedlich. Schön. Das war auch ein Einsteigerschloss. Sehr schön. Irgendwelche Fallen hier drin. Erstmal sieht's nicht danach aus. Okay, Farbdosen. Etwas Kupfer in der Kochplatte. Und Kombischraubenschlüssel. Ach so. Metall und darunter liegt noch Maddox. Na gut, wir plündern mal und ich denke, dass das respawnen wird hier.
Könnte sein. Oh, ein Radio. Das schalten wir lieber aus. Na gut. Hier drin sind noch Kronkorken und ein vergoldetes Sturmfeuerzeug. Also, wenn wir mal Öl brauchen, können wir auch hierher kommen. Nochmal 3 Kronkorken und ein leerer Schreibtisch. Die Kronkorken liegen hier einfach so rum. Mentex, Klebeband und Terpentin. Natürlich der Benzinkanister, den nehmen wir mit. Ja, Kronkorken, 5mm Patrone, sehr schön. Günstiger Wunderkleber und Aluminiumdose nehmen wir wieder mit. Und hier unten ist noch Abraxo Putzmittel. Na, Cram nehmen wir mit. Weißer Teller lassen wir erstmal hier. Aber das Radix hier nehmen wir noch mit. Okay, und noch eine Aluminiumdose. Und in der nächsten Folge werden wir uns angucken, nachdem wir hier die Kronkorken jetzt schon mal mitnehmen. In der nächsten Folge werden wir also gucken, was in diesem Safe ist. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Daumen hoch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.